Hallo liebe Volleyballfreunde und herzlich willkommen in der Arena in Schwerin. Wir haben uns heute dem Spiel angenommen des Schweriner Sportclubs gegen den USC Münster. Eine prestigeprächtige Begegnung, denn das ist ein Klassiker des Volleyballsports, erste Bundesliga der Damen. Trotzdem sagt die Tabelle etwas anderes aus. Schwerin oben, Münster weiter unten, Platz 9 nur. Bei Schwerin läuft es momentan sehr, sehr gut. Münster kommt mit der Hypothek der 0:3 Niederlage gegen Dresden. Ob es trotzdem zu einem spannenden Spiel gereicht hat, sehen wir nun im folgenden Beitrag. Schweriner SC gegen den USC Münster. Ja, hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Heimspiel des Schweriner SC in der ersten Volleyball-Bundesliga der Frauen gegen den ewigen Gegner, gegen den USC Münster. Ja, hallo von mir. Wir beginnen hier mit der Mannschaft der Gäste des USC Münster. Hier jetzt gerade mit der Nummer 10 Kaspersky, letzte Saison noch in Schwerin gespielt, wird hier willkommen bei Eis. Und wenn Sie das hören hier unter uns, das ist extrem laut, weil wir sitzen hier direkt über dem Münsterer Fanblock, wo wir dann auch einige mit dem Trikot von Kaspersky sehen. Und deswegen freuen wir uns jetzt hier auf das freundschaftliche Duell der Ex-Schwerinerin gegen ihren Verein, gegen die Mannschaft von Ture Alexandersson, den Schweriner SC. Da hebt sie ja auch direkt die Halle. Und da kommen sie, die Einzel, Lisa Thomsen, der Libero. Adlerova. Für den Außeneingriff die 1,92 große Schweriner Angreiferin. Jetzt Nationalspielerin Nadja Schaus für das Diagonalspiel. Das ist die Mira Topic, die seit einigen Wochen wieder fit im Team mitspielen kann und der SSC auch in den letzten Wochen gute Spiele abgeliefert hat. Und die Nummer 5, Maja Pachale. Die Nummer 6, Julia Retzlaff. Ja, es gibt eine mit ganz wichtigen Spielerin. Unspektakulär, aber ganz, ganz wichtig für Schweriner Spiel. Patricia Thormann, die 7. Berit Kaufeld für den Mittelblock. Frick. Dori Frick, schwerer. Es stand, weil sie muss sich immer auf ihrer Position spielen, Nationalspielerin mit der 10, Denise Hanke. Ja, die gefürchteten Aufschlägen sind in der Liga bekannt von der Denise Hanke und wir hoffen auch auf heute auf ihre starke Aufschlagsserie. Sandra Gusche haben wir gerade gesehen, heute nicht dabei. Dafür Anja Brandt mit der 12, ebenfalls aus dem Mittelblock. Und eigentlich standardmäßig auch Libero, Janine Völker mit der 13. Und jetzt halten wir noch mal kurz rein, dass Sie die Atmosphäre mal aufnehmen können. Es ist richtig voll hier an der Arena in Schwerin. Ihr dürft es gehört haben, liebe Zuschauer, hier den Fanblock des USC Münster direkt unter uns machen. Gut Alarm. Und wir wollen mal im Laufe des Spiels sehen, wie sich die Stimmung hier verändert in der Arena. Ob die Arena dagegen hält. Aber eine Wahnsinnsatmosphäre hier für ein Bundesligaspiel, erste Bundesliga der Frauen. Das hat es voll uns verdient. Und toll, dass die Münsteraner auch hier mit dem Fanbus angereist sind. Tolle Stimmung und hoffentlich wird es auch so ein tolles Spiel. Ja, in der Vergangenheit war es ja ein sehr klassisches Match, immer hart umkämpft. Die Spitze der Bundesliga traf sich hier, USC Münster, ein bisschen abgefallen in den letzten Jahren. Aber mal sehen, vielleicht können sie an alte Leistungen anknüpfen. Und wir sehen wieder ein spannendes Spiel, ähnlich wie gegen Würzburg hier zu Hause und dem Sieg vom SSC
gegen Wiesbaden zuletzt. Ja, auf alle Fälle. Und die Duelle Schwerin-Münster sind ja was ganz Besonderes. Ich glaube, das sind die beiden Teams mit den meisten Meistertiteln, ob im Ost oder West, oder den Pokalsiegen. Und die haben sich schon spannende Duelle geliefert und das wird sicherlich auch heute nicht anders sein. Der SSC mit Tiebreak-Siegen in den letzten zwei Wochen gegen Vilsbiburg und Wiesbaden. Dann dieses enorme 3:0 im Europapokal am vergangenen Mittwoch. Das 3:0 in Gent, Wahnsinn. Und die Mannschaft hat sich gefestigt. Und da sind wir gespannt, ob sie es heute fortsetzen können. Ja, und auf jeden Fall beginnt Schwerin mit der Angabe. Nadja Schaus eröffnet die Partie. Gut gerettet. Aber wir können hier nur rüberspielen, die Chance für Schwerin. Und Patricia Thormann mit dem ersten Punkt, 1:0 für Schwerin. Ja, sie war schon die wertvollste Punktesammlerin in den letzten Wochen und auch diesmal bringt sie den SSC mit 1:0 in Front. Nadja Schaus. Adlerova bleibt am Block hängen. Und guter Mittelblock gestellt von Schwerin. Da steht der Block mit Anja Brandt und das 2:0. Ja, man sieht bei den Schweriner Spielerinnen aber auch an, das Selbstvertrauen, was sie gesammelt haben in den letzten Wochen. Es wirkt doch sehr souverän, wie sie stehen, die Körpersprache, auch wenn die Angabe jetzt von Nadja Schaus bei Anja Brandt landet. 1:2. Ja, okay, das passiert. Und für den USC Münster schlägt jetzt auf die Nummer 17 Ines Bartle. Kurz gespielt, keine Probleme und kurze Variante über Anja Brandt führt zum Erfolg für den SSC. Schwache Angabe, konnte man leicht verwerten. Ja, und mich verwundert eigentlich, dass die Christine Kaspersky noch nicht auf dem Spielfeld steht bei den Gästen aus Münster. Na, mal gucken, die wird sicherlich kommen. Ja, Patricia Thormann mit der Angabe. Sag mal, ein schöner Angriff vom USC Münster, gut geholt von Lisa Thomsen. Und der Punkt für Münster. Und ich konnte jetzt nicht sehen, warum. Auf Lea Hildebrand für den USC. Beim Stand von 3:2 für den SSC. Das war hervorragend gespielt. Die Variante, der ganze USC-Block hat sich auf Anja Brandt konzentriert, auf Außenseite und dann der lange Pass rüber von Denise Hanke auf Al-Larova und die macht dann den Punkt. 4:2. Ja, wunderbar gesehen die Lücke und verwandelt. 4:2 Aufschlag Adlerova. Guter Block von Denise Hanke. Und wieder der Block steht am richtigen Fleck zur richtigen Zeit. 5:2. Und jetzt Auszeit. Habe ich das richtig? Ja, der Münsterer Trainer zeigt an, es gibt Auszeit für den USC Münster. Natürlich, es ist vielleicht auch ganz gut, den Rhythmus, den die Schweriner gleich von Anfang an hatten, hier ein bisschen zu brechen jetzt, weil sie wirken sehr souverän im Auftreten. Ja, und wahrscheinlich sind sie auch gewillt, sie mögen nicht unbedingt heute 3 oder 5 Sätze zu spielen, sondern am Mittwoch steht das Rückspiel im Pokal an, im Europapokal an. Und es kommen jetzt viele englische Wochen für die Damen vom SSC zu und da heißt es natürlich auch irgendwo Kräfte zu sparen, aber sie machen es bisher ganz souverän. Ja, dieses Duell Schwerin gegen Münster gab es ja diese Saison schon mal im Ligapokal, auch hier in Schwerin. Und damals ging man eben über die, du sprachst es an, 5 Sätze, jetzt der Punkt für den USC Münster. Durch Hermann. Da gab es eben, da ging man auch über die 5 Sätze und im Tiebreak erst mit 16:14 gewann man hier. Jelenko war mit der Angabe aber ins Netz. Ja genau, wollte ich gerade sagen.
Ja, im Ligapokal im Sommer, da waren die Münsteraner hier auch zu Gast. Ich glaube, sie konnten den dritten Platz im Qualifikationsturnier belegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, gegen Hamburg ging das Spiel verloren. Aber Punktspiel in der Liga ist ein anderes Spiel. Das fängt von vorne und von Neuem an. Ja, und der Schlag ging jetzt an diese Seitenbegrenzung und damit der Punkt für den SSC. 7:3 an der Brand mit der Angabe. Ja, aber damals hat man schon gesehen, wie spannend das werden kann zwischen diesen beiden tollen Teams. Und das war jetzt schön gespielt, die kurze Variante. Ja, dann hat diese Spielerin von Münster mit der Nummer 12, Gwendoline Hormans, eine Holländerin, die Lücke super schnell gesehen und super schnell abgeschlossen und steht 7:4. Das war sehr gut gespielt, da kam Patricia Thomann von ganz, ganz hinten, aber genau getimt dieses Zuspiel von Denise Hanke, die jetzt auch selber reagiert, kurz spielt, selber versenkt. Ja, genau, auf Diagonal durch die Beine der Spielerin des Gegners und es steht 8:4 zur ersten technischen Auszeit. Ja, und vielleicht doch erwähnenswert auf Münsteraner Seite auch im Kader die Libero Linda Dörrendahl, die ebenfalls hier mal in Schwerin gespielt hat. Letzte Saison noch für den VC Wiesbaden als Vizemeister aktiv. Ja, und für die beiden, für die Christine Kaspersky und die Linda Dörrendahl ist das hier bestimmt auch so eine Art Heimspiel hier in der Arena in Schwerin. Ja, sie wurden auch entsprechend begrüßt hier in der Arena. Man kennt sie hier noch, man mag sie hier noch und das ist an sich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis hier zwischen Schwerin und Münster. Sehr, sehr schön zu sehen. Ja, ich glaube so und so, dass die Teams in der ersten Volleyball-Bundesliga der Frauen sehr kameradschaftlich, sehr freundschaftlich miteinander umgehen bei aller Gegnerschaft. Für das Spiel auf der Platte wird das alles vergessen, beiseite gelegt, aber ansonsten ist da ein sehr freundschaftlicher Umgang zu erkennen. Und jetzt Aufschlag Schwerin, Denise Hanke. Ja, der Ball der Münsteraner berührt die Stange am Netz außen. Punkt für Schwerin, 9:4. Und jetzt kommt die Nummer 10 bei den Gästen, Christine Kaspersky. Sehr gefährlich auf Diagonal. Hat man letzte Saison noch für den SSC gesehen. Und da war sie eben das erste Mal am Ball. Und abgeschlossen, die Lücke gefunden durch die Nummer 7, Patricia Thormann zum 10:4. Ja, das war jetzt der zweite schöne Ballwechsel hintereinander, den wir sehen. Das baut jetzt ein richtig schönes Volleyballspiel hier auf. Ja, und die Stimmung nach wie vor genial. Die Münsteranerinnen werden angefeuert von ihren Fans hier direkt unter uns.